So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Season der GPL. GPL Season Nummer 3 geht jetzt offiziell los. Da hat der gute alte Pasi auch noch Lucario im Team. Ich glaube, das ist eins seiner Lieblings-Pokémon, wenn nicht sogar sein Lieblings-Pokémon. Und vor dem habe ich auch unglaublich großen Respekt. Also die beiden Pokémon wird er definitiv auch mitbringen, da bin ich mir sicher. Und das ist nicht Pasi. Das ist nicht Pasi. Oder? Ist das Pasi? Ich denke, er trifft das sehr gut. Reicht das für ein One-Hit? Well done, Stone Cold Steve Austin! Jawoll! So muss das sein! Bam! Voll in die Fresse! Da raste ich komplett aus. Guter Einstieg in die GPL, Leute. Ultrasick, Ultrasick, Ultrasick. Wow. Wow, wow, wow. Ich bin gerade geladen hoch 10. Ich bin geladen wie Zeugen, ja? Wenn er da jetzt HP-Investment hat. Props an ihn. Ja! Hartes Wesen! Hartes Wesen! Voll in die Fresse! Voll in die Fresse! Geil! Jawohl! Da hat sich das harte Wesen gelohnt. Ich war mir überlegen. Aber ein Sucker Punch, das sollte... Oh, okay. Die Mind Games, die Mind Games. Das war eigentlich nicht mal geplant. Das war ein Missklick. Es tut mir wirklich leid. Oh, das war ein gutes Spiel. Das war ein sehr gutes Spiel. Season... Spiel 1 der Season. 3-0 Erfolg. Super gespielt. Okay. Einen Missplay drin gehabt, der böse geendet hat. Hätte echt böse enden können. Aber letzten Endes war das ein super Spiel, Leute. Findet jetzt natürlich ultra krassen Schaden. Okay, jetzt bitte kein Flinch oder so. Es ist Live Orb, das heißt, da können wir ein bisschen. Geht ja schon mal gut los. Geht ja schon mal gut los. Ach man. Weil er jetzt angefangen zu predicten, ne? Aber er weiß auch, dass das Kyurem gerade in der Lone Range ist. Ah, das riecht mich auf! Mann, dieser Flinch! Jetzt kommt der Draco. Der zum Glück trifft. Und vielleicht reicht es sogar aus, um das Ding rauszunehmen. Das wäre natürlich das absolute Wunschszenario. Nein! Oh, nicht ganz! Seriously? Oh, come on! Ah, wisst der Geist, das tut weh. Das tut echt weh. Weil jetzt überlebt er ganz, ganz knapp noch eine Runde, ne? Now that really hurts. Ganz knapp. Ich will nicht wissen, wie HP das waren. Das würde mich sonst ärgern. Wir sind ultra safe. Oder? Wenn ich jetzt nicht schneller bin. Nein, ich wollte mich doch extra schneller als Jolteon machen. Warum habe ich nur 197 Speed? Hallo? Hä? Habe ich da noch einen Fehler beim IV gemacht? Ich wusste, ich soll nochmal drüber schauen. Ich habe das falsche Wesen drauf. Ich habe das falsche Wesen drauf. Ich Idiot! Das ist immer noch das harte Wesen! Oh nein! Aber er ist gelockt. Eine Runde schläft er fix. Kann etwa Beedrill das Match jetzt entscheiden? Reicht das vielleicht sogar schon aus? Nein! Ey, das können wir doch jetzt nicht ernsthaft noch verlieren, oder? Bitte erzähl mir doch nicht, dass wir das noch verlieren können, jetzt wegen wieder einem HP oder wie viel das ist. Ich hab Regen. I'm done with this game. I'm done with this game. Ich weiß, das war risky, Leute. Ich weiß, das war risky. Aber ich war mit den Nerven echt am Ende. Und das war ohne Witz 1-2 HP. Und das nicht nur einmal, Dingen, zweimal, aber wisst ihr was? Am Ende sind egal, was die gewonnen haben! Und da fingen die Würfel, ja? GG an Richard an dieser Stelle. Zwei Flinches, die uns das Spiel hätten kosten können. Aber am Ende souverän runtergespielt. Amoongus, Leute. Matchwinner. Regenerator. Matchwinner. Unglaublich wichtig. Unfucking glaublich wichtig. Das heißt, wir sind so gesehen, gerade sogar psychologisch gesehen. Im Vorteil. Ich weiß, viele werden sich jetzt denken, halt dein Maul, Regi, was laberst du da psychologisch? Hast du Psychologie studiert? Was laberst du? Wenn sich das einige denken, ne? Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich mache das jetzt gerade nur, um mich ein bisschen zu motivieren. Aber, das ist egal. Wir sind immer noch gut, ganz gut dabei. Okay, Hydreigon kommt. Ich gehe einfach auf den Flammenwurf. Don't you dare, boy. Don't you dare. Das hatten wir am letzten Spieltag schon mal. Yes! Mann, wir kommen durch. Hat er aber auch die Feuerbeere drauf. Ockerberry. Nope.
Aber jetzt in der guten Range. And no flinch was given that day, Leute. Wir gewinnen! Mal wieder ein sehr, sehr knappes Spiel. Dank Immungus teilweise. Das war auf jeden Fall ein krasses Game. Er hat am Ende ultra gut predicted. Ich habe aber, wie gesagt, das Problem gehabt, ich habe die Sludge Bomb nicht dabei gehabt. Wenn ich die Sludge Bomb auf meinem Immungus dabei gehabt hätte, wie ich es eigentlich geplant habe, genauso wie der Abschlag auf meinem Empoleon, der eigentlich nicht hätte drauf sein sollen, sondern Eisstrahl, dann wären wir hier sowieso ziemlich gut dabei gewesen. Und eigentlich bräuchte ich halt Wanted Party noch. Eigentlich. Ich gehe trotzdem aufs Siedewasser, weil ich es muss, weil ich keinen Safe... Oh, Feuersturm. Feuersturm geht daneben, Alter! Wow, das bringt uns wieder komplett zurück ins Game. Das tut mir echt wirklich leid. Aber das ist Feuersturm. Mal trifft Feuersturm, mal misst Feuersturm. Und das bringt uns wieder richtig weit ahead. Also die Tatsache, dass wir... Wow. Wow, 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 wow. Das war wichtig. Und da bin ich nicht stolz drauf. Aber das macht die Sache jetzt wieder ein bisschen ausgeglichener. Es gab und jetzt verlieren wir. Das war ein Roll. Am Ende wieder. Erst gescarft. Das soll es gewesen sein. GG, erst gescarft. Erste Niederlage dieses Season, Leute. Können wir nichts gegen machen. Wir wurden am Ende rausge... donkt, muss ich jetzt gerade ganz klar sagen, weil dieses Ditto, das kam schon echt random. Ich bin am Überlegen, Leute. Ich bin gerade echt am Überlegen. Ob wir das hätten besser spielen können. Ich weiß es nicht. Aber dieses Ditto ist... wow, sehr random gekommen. Ich gehe einfach mal auf eine Drachenklaue. Er hat einen Schattenstoß dabei. Ärgerlich. Hätte ich mit rechnen können, aber... ha! Shit happens. Das ist nochmal zusätzlicher Schaden, den wir auf dieses Ding ins Kirchen kriegen. Schattenstoß. Ich habe kurz überlegt. Ja, so im Nachhinein betrachtet. Dieser vermaledeite One-Turn-Sleep. Mann! Mann! Knackrack wäre noch so wichtig gewesen. Fuck! Fuck! Oh Gott! Bringt ja alles nichts. Ich muss auf Schlagbohrer gehen. Hoffen, dass ich vielleicht critte. Wir haben ja eine erhöhte Crit-Chance. Komm, zeig mir die Schuka-Beere. Hat er nicht. Oh! Gott, das war ein Crit. Das tut mir leid. Oh Gott, das wollte ich jetzt nicht jinxen. Oh Gott, tut mir das leid, Luca. Das wollte ich jetzt nicht jinxen, Mann. Um Gottes Willen, Luca, tut mir das leid. Um Gottes Willen. Oh Gott, der war unglaublich wichtig. Und er hatte nicht die Schuka-Beere drauf. Wahrscheinlich die Lefties. Oh Gott, nein. Nein, nicht schon wieder. Da fühle ich mich gerade gar nicht gut. Oh nein, Luca, tut mir das leid. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Aber ich fühle mich... ich fühle mich gerade ganz und gar nicht gut. Dieser Crit am Ende hat es entschieden. Oh Gott, nein. Utalana kommt rein. Kriegt einen Bedroher raus. Aber da haben wir ihn rausgehext. Jesus Christ, tut mir das leid. Das müsste selbst bei minus 1 reichen, oder? Wer es überlegt, haben wir verloren, aber es müsste eigentlich reichen. Er hat noch einen Beulenhelm, das heißt, das Utalana kriegt sogar noch einen K.O. Und wir gewinnen diesen Spieltag 2-0. Extrem unverdient für diesen Crit am Ende. Und dann noch dieser Crit auf Seismitoad. Ah, Luca, es tut mir echt leid. Ich kann mich bei diesem Sieg gerade wirklich nicht wohlfühlen. Ja, das tut weh. Das tut echt weh. Ice Beam. Er lobt schon drauf. Tanken wir, oder? Ja. Schade, macht denn so einen Eisstrahl? Okay, es reicht. Gut. GG am Present hier. Rosana saves the day. Rosana, Leute. So, mein Rosana Cosplay. Ja, viel Spaß damit. Hass anbauend. I'm sorry, man. Ja, und jetzt gibt's einfach nochmal ein Outrage. Von einem Element Garchomp! Wenn er schneller ist, ist er sogar... ne, warte mal, wir sind ausgehaft, ne? Das müsste, glaube ich, jetzt erreichen. Und das ist ein GG! Und die Glorious Emperors haben wieder einen Sieg davon getragen gegen Octoball! Papapapapa! Der Stecher war wieder unterwegs. GG an der Stelle an Paul. 3-0 gegen Paul gewonnen. Ich muss gestehen, unser Matchup war halt ultra gut. Ah, und dann können wir Retaliate mit einem Waterfall und da wäre eine ganz, 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 ganz große Gefahr weg. Wird der Barzi das riskieren? Brauche ich meinen Garados noch? Eigentlich schon. Ich gehe aber trotzdem auf die Kaskade. Yes! Wakanbeere kommt durch! Den müssten wir eigentlich tanken, soweit ich das gekackt habe.
Und das war's mit Mega Garados. Mit Mega Aerodactyl. Yes! 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 Ganz, ganz, ganz große Gefahr. Schon mal weg vom Fenster. Ganz, 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 ganz große Gefahr. Ich muss kurz... Es gibt zwei Szenarien. Ich mach Schutzschild, hab nächste Runde den Safe Fix, wenn er nicht auf Rest geht. Oder ich gehe jetzt einfach auf Poison Jab. Warte mal, er kann Terrain Dance spielen. Ich gehe auf Poison Jab. Fuck it. All in. Wow! Wow, das war so intens, Leute. Das war so intens. Er hat genau die Pokémon Alter. Wir haben gehext. Wir hatten den einen Flinch drin. Ein Zen Headbutt Miss von ihm. Wir kamen einmal durch die 60% Chance durch. Wow, also das war echt unlucky für ihn. Aber ganz ehrlich, ist mir egal. Ist mir egal. Manchmal muss man auch diese Spiele dreckig gewinnen. Ja, ich habe hier, glaube ich, gerade... Habe ich geglänzt? Nein, eigentlich gar nicht, ne? Aber Gedankengut Slowbro habe ich nie im Leben mitgerechnet. Ich habe gerechnet, dass er das physisch-defensive mitnimmt. Gedankengut Slowbro war nicht auf meinem Plan. Und vielleicht reicht jetzt sogar schon der Gigasauger aus. Ja, das war's. Yadora ist aus dem Spiel geräumt. Four Turn Sleep, nachdem ich in der letzten Runde geraged habe, in der letzten Woche geraged habe, ist das natürlich extrem ärgerlich. Wir gewinnen aber mit 2:0 gegen Daniel. Es war ein knappes Match. Es gab eine Situation. Ich kann jetzt ein Kampfvideo auch nicht speichern, ne? Scheiße, auf jeden Fall der Fehler. Aber nachkommentieren ist für mich eher keine Option. Das war aber auf jeden Fall ein gutes Spiel. Es war dieser eine Critter, wie gesagt, ich bezweifle, dass er wichtig war. Ich krieg den gerade nicht aus dem Kopf, aber der war, sollte nicht wichtig gewesen sein. Ich glaube, er wird jetzt vielleicht sogar auf die Kraft reserve Eis gehen, weil er meinen Guard-Jump Switch predicted, weil er muss in der Situation predicten. Wenn er auf Wall Switch geht, ist auch okay. Aber eigentlich nicht, aber naja, egal. So, jetzt kommt der Donnerblitz, das ist super, den tanken wir. Das sieht mir sehr nach einem harten Wesen aus. Ich muss... Meine Damen und Herren, Sie fragen sich jetzt sicherlich, was mitten im GPL-Spieltagskampf zwischen Raikani und Regibank gerade passiert ist. Nun ja, ich versuche es mal nett auszudrücken. Ihr verehrtester Videoersteller Regibank war nämlich wieder so retarded und ist auf den Videoaufnahmeknopf gekommen. Und da er schon in einer Aufnahme war, wurde die Aufnahme dann beendet. Das heißt, es fehlen jetzt gerade 3 Minuten des Kampfes, aber ich kann Ihnen versichern, meine Damen und Herren, in diesen 3 Minuten ist absolut gar nichts passiert. Und damit geht der Kampf jetzt weiter. Aber ich frage Ihnen eins, meine Damen und Herren, falls Ihr verehrtester Regibank jetzt gerade ein klein wenig mürrisch draus sein sollte, wissen Sie warum. Es fehlen nämlich 3 Minuten des Kampfes. Viel Spaß und ich werde jetzt nochmal zu Ihrer Beruhigung etwas schöne Musik laufen lassen. Mir ist die Aufnahme mittendrin wieder abgebrochen, Leute. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Es klappt wirklich nichts in diesem Kampf. Es klappt einfach nichts. Mann, 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 Mann. Das hat mich dann am Ende dann nochmal angekotzt. So, Wutanfall. Und dann können wir das Ding rausnehmen. Wasserdiese kommt. Das heißt also, er ist wirklich Choice Bandit. Knackst jetzt theoretisch nochmal den Focus Sash an. Und da kommt der Wutanfall und dann gewinnen wir 2:0 gegen Gio. Ja, Leute, 2:0 gegen Gio. Am Ende heißt das Sieg ist Sieg. Garchomp hat uns mal wieder mit Mega Beedrill Ende gecarried. Ja, das Mega Altaria war halt gefährlich. Mega Altaria, du darfst es nicht zum Setup kommen lassen. Ja, Leute, das wird ein interessanter Kampf auf jeden Fall. Und sehe ich so blass aus. So blass bin ich eigentlich. Das ist alles wegen diesem Licht, was hier reinfällt. Und deswegen sehe ich total blass aus. Ich bin eigentlich nicht so blass. Was ist das? Ich habe eigentlich voll den schönen Hauptteil, ne? Aber das macht es ja alles kaputt. Wow, noch ein Dings. Richtiger Sniper, Alter. Aber damit gewinnen wir diesen Spieltag 5:0, Leute. 5:0. Ja, was kann ich zu dem Kampf sagen? GG erstmal sehr schnell an den lieben Daniel. 5:0, einer der höchsten Siege dieser Saison. Haben was für die Kill-Death-Ratio gemacht. Rotom ist in diesem Kampf über sich hinausgewachsen. Rotom hat einen unglaublich krassen Job gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Die Glorious Emperors, Leute, setzen ihren Siegeszug in der GPL Season 3 fort. Und ich glaube, Talonflame ist für ihn jetzt eigentlich auch keine wirkliche Option. Das Ding ist Magnetflug. Oh, shit. Shit, das Spiel hat mit Magnetflug. Oh, shit, das habe ich komplett vergessen. Das Ding hat Magnetflug. Ups. Ups, das ist...
Ups! Oh oh. Das wusste ich nicht. Ich glaube, das ist sogar mittlerweile Standard, ne? Da war ja was. Wie schwer ist denn so ein Hariyama? Jetzt mal rein aus Interesse. Hariyama. Er geht jetzt raus auf Klefki und dann kann ich eigentlich schon aufgeben. Ich kann gegen Klefki nichts machen. Ich habe keinen Drillrun drauf. Wenn ich Drillrun gehabt hätte, hätte ich jetzt Drillrun benutzt. Das ist mein Fehler. Ich habe eigentlich Drillrun drauf gehabt, aber der hat es halt nicht wieder übernommen im PK-Hex. Das ärgert mich, dass ich wegen sowas eventuell verliere. Ich habe doch sogar extra zwei, dreimal rüber geguckt. Aber nur bei den Wesen, Mann. Nur bei den Wesen. Ich habe nicht bei den Angriffen rüber geschaut. Das ist ein GG. Hätte ich mit der Yacht Berry noch eine Chance gehabt, ich hätte einen Angriff getankt, dann wäre ein Sturzflug gekommen oder ein anderer Flugmove. Ja, auch mit der Yacht Berry hätte ich keine Chance mehr gehabt. Ja, GG an dieser Stelle an Tim. Kann man nicht anders sagen. Hat sich super vorbereitet. Es gab halt diese Knackpunkte. Bärenkräfte am Ende, die haben mich echt hart überrascht. Ich bin mir sicher, dass es eigentlich wichtig war. Auch heute wieder Garados am Start, aber diesmal in einem komplett anderen Set. Restalk komplett physisch-defensiv, Leute. Fast komplett physisch-defensiv. Restalk komplett physisch-defensiv, Leute. Fast komplett physisch-defensiv. Restalk komplett physisch-defensiv, Leute. Ist gegen das Extra-Drill richtig gut. Es ist gegen alles andere ziemlich gut. Geht nicht den Burn, das ist sehr gut. Okay. Krass, er hat nichts gegen Garados. Wenn ich Erdbeben auf meinen... Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich habe extra rübergeschaut. Ich habe extra rübergeschaut. Warum ist da keine Erholung drauf? Restalk komplett physisch defensiv, Leute. Ich habe extra dreimal rüber geschaut und mir ist nicht aufgefallen, dass das ein Restalk Garados ohne Rest ist. Du habt den Critical. Eigentlich wäre das ja gar kein Problem gewesen, weil ich mir jetzt hier einfach hochheilen könnte, theoretisch. Mit Erholung. Aber Onkel Regi hat natürlich reingeschissen und hat da dementsprechend keine Erholung drauf. Alter! Das mit der Drachentanz jetzt gerade sogar noch zugute kommt. Ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Der Drachentanz, der kommt mir hier zugute. Der kommt mir hier echt zugute, der Drachentanz. Jetzt habe ich ein komplett physisch defensives Garados, was aber mit Drachentanz jetzt eine richtig krasse Gefahr wird. Alter, mir kommen die Tränen, so lächerlich ist das. So lächerlich ist das, mir kommen die Tränen, Alter. Unglaublich. Ich habe die Schuckerbeere drauf. Und das bedeutet, alles okay. Emrad leider falsch gegent, ach nein. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich, Mann. Ja, okay, dann müsste ich den Kampf beenden. Ich, keine Ahnung, ich könnte jetzt noch um 5-0 gehen, aber das bringt mir ja sowieso nichts, weil anscheinend habe ich sowieso 6-0 gewonnen, hat er mir gerade geschrieben. Ja, genau, Kraftgeloss hätte ich breaken können, er ist eh gescarft, das wissen wir. Karl Martell! Karl, der Hammer, Leute! Er ist es! Er ist der Messias! Ist er es, Leute, Karl Martell! Alter, das war gerade ein Empoleon-Sweep. Aber selbst wenn nicht, das ist halt echt ärgerlich. Ja, okay, das heißt, da steht, die haben 5-0 gewonnen, anscheinend aber 6-0. Ich habe beim Gen gefailt, er hat anscheinend noch krasser beim Gen gefailt und damit hat sich das. Alles okay, ich kann mich hier beschweren. Ich kann jetzt nämlich safe auch noch meine Mega-Entwicklung rausbekommen mit meinem Bibor. Das heißt, ich gehe auf Bibor und Bibor denkt sich nur, Schleinkante kommt, Schleinkante trifft. Und das ist ein Crit. Das sehe ich daran, dass es so schnell weggeht. Das ist verdammt ärgerlich. Das ist verdammt ärgerlich. Ja, und kotzt mich einerseits auch mega an. Weil ich hätte die Slenderus jetzt rausnehmen können. Ja, Leute, Pokémon. Naja, kann man nichts machen. Ach, Mann. Steinkante Crit, seriously. Ich meine, ich hatte zwei Crits, die total Wayne waren im Endeffekt. Aber der Crit, der war verdammt wichtig, Alter. Wenn er Flawless reinholt,
0 Sleep Turns verbrannt. Da reicht ein Poison Jab auch auf jeden Fall raus. Und das müssen wir gewonnen haben. Boah! Close as hell, was ist da los? Weil GPL-Kämpfe sind echt spannend. Ja, Superpower wegen K.O. Gehe ich auf Superpower? Ich gehe einfach mal auf Superpower. Oh! Come on, please. Halleluja! 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 Ja, das war zum Sonntag, meine Freunde. Also, wenn ihr heute nicht in der Kirche wart, kein Problem. Ihr wart beim Pastor Regi. Ihr seid alle gesegnet, Kids. Kieran Black. Rest in Peace, man. Rest in Peace. Hau rein. Wo bist du? Hahaha, ich seh dich nicht. Hau rein. Tankt eigentlich so gut wie alles. Schlammwoge ist in Ordnung. Sollten wir easy peasy tanken können. Wir sind in Landhorn. Ja, das ist natürlich wieder ein Crit. Dankeschön, Spiel. Du bist wundervoll. Du bist wunderbar. Und weißt du warum? Weil wir jetzt wahrscheinlich auch noch in Earthquake Range sind von Gudra. Gib mir Hex. Ich habe da kein Problem. Kannst mir gerne geben, ne? Aber bitte nicht an solchen Stellen. Das sind Keypoints, ne? Guck mal jetzt. Oh, geil! Macht das Spaß, Alter! Pokémon, geiles Spiel! Ein Spaß für die ganze Familie! Skill brauchst du überall! Leute, ganz ehrlich, ihr müsst Pokémon-Meister werden, ja? Das macht richtig viel Spaß. Wisst ihr warum? Zwei Crits hintereinander, ja? Geil, also wenn das nicht für Spannung sorgt, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Ah, Landtouren. Super, super, super gutes Pokémon gegen Captain Cringe, ja? Das war mein wichtigstes Pokémon gegen Jolteon, ja? Wisst ihr, was das Spiel entscheidet? Zwei Angriffe gegen Landtouren, oh, zwei Crits! Richtig geil, richtig geil. Er ist schneller, warte mal, er ist schneller als wir. Das bedeutet, er ist auf jeden Fall gescarft. So. Den Eiszapfenhagel trifft er wieder. Eiszapfenhagel hat eine 90%ige Trefferquote. Das heißt, Eiszapfenhagel könnte rein theoretisch auch mal daneben gehen. Drei hat er getroffen. Und jetzt heißt es am Ende natürlich wieder... Hey, wir haben das gleiche Matchup vom Anfang, was wir eigentlich von Turn 1 an hätten eigentlich komplett beenden können, ja? So, flincht er mich? Oder crittet mich, wobei ich glaube, ein Crit reicht nicht mal. Aber flincht er mich, ist es aus. Komme ich durch, habe ich gewonnen. Okay. Also, wir gehen auf jetzt auf Gigasauger, Eisabfagel. Trifft, das heißt, ey Leute, ey, wenn das jetzt flincht, ich raste komplett aus. Danke. Danke, 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 danke. Damit haben wir mal wieder 1-0 gewonnen. Ganz knapp. Wir wurden gehext bis zum geht nicht mehr. Wir haben einen mega glücklichen Crit bekommen. Das war auf der Kehrtwelle von Vibor. Der war wirklich sehr wichtig. Aber den nehme ich. Und das ist mir scheißegal, weil der Kampf hat mit Hex angefangen. Und ja, hätte mir ganz viel Ärger sparen können. So, ich bleibe dabei. Ich habe keine Ahnung, warum es so etwas in Pokémon gibt. Aber ich kann das nicht begrüßen. Seht ihr, Leute? Ich spiele super gut gerade. Ja, ich erlaube mir 0,0 Fehler. Es ist wirklich unfassbar. Ich erlaube mir wirklich gar keinen Fehler eigentlich aktuell. Wirklich null Fehler. Aber das Spiel denkt sich nur, das ist mir scheißegal. Wir critten nicht einfach. Ja. Willkommen, Pokémon. Ich will hier mal ein solides 6-0 einfahren, nachdem ich in der letzten Runde, letzten Woche selber ein 6-0 kassiert habe. Und jetzt kriege ich wieder einen Crit. Come on. Ernsthaft? Das ist doch mega uncool, Mann. Das ist doch mega uncool. Ah, ich überlebe den sogar. Ich hätte aber auf Dings gehen können. Was ist das denn für eine Scheiße? Ah! Ich gehe jetzt hier einfach auf Lucky Egg. Ne, auf Weichei. Und alles ist super. Tita Trulala. Ich glaube, der Freeze kommt immer danach, wenn... Okay. Sehr gut, Focus Sash. Und das ist ein GG. 5-0. Ich bin eigentlich der Meinung, das hätte auch ein 6-0 sein können. Wenn die Umstände klar gewesen wären, aber naja, schauen wir mal. 6-0, super Job meines Teams. Ich bin richtig, 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 richtig zufrieden von den Pokémon, die ich heute mitgenommen habe. Ich meine, Alter, warum leuchte ich jetzt auf einmal so? Das ist nicht gut. Sieht aus wie Michael Jackson, Alter. Ohne Witz. Nein. Ja, das ist irgendwie zu dunkel. Ich glaube, ich muss in Zukunft das große Licht ist, glaube ich, besser. Ja, dank den Tarnstein bringt er mir aber jetzt auch absolut gar nichts. Das Ding ist schneller als wir. Ich gehe auf den Fokusstoß. Ja, vielleicht kann ich ihn ja irgendwie rausretten, weil er denkt, ich bin gescarft. Aber nee, er geht auf Steinhagel, trifft wieder, nimmt mich aus dem Spiel und das war's auch schon. Kurz und schmerzlos 5-0 verloren gegen den lieben Lukas von Arten Gaming. Ja, ich muss jetzt natürlich auf meinen Knackrad gehen, aber Tarnsteine liegen. Ich gehe jetzt anhand von Tarnsteinschaden K.O. und gut ist. Ja, äußerst ärgerlich, so eine Niederlage, muss ich gestehen. Nächste Woche
habe ich hoffentlich wieder Zugang zu PKX. Und dann kriege ich vielleicht hoffentlich wieder eine bessere Vorbereitung hin. Weil dieses Mal ging es halt von der Technik her nicht. Zwei Plays, Alter. Das war so gut, Mann. Das Team war so super aufgestellt gegen ihn. Ja, ich habe genau das mitgebracht, womit ich gerechnet habe. Erzacker von Staub. Da hätten wir vielleicht sogar tanken können. Ne, er hat Life Orb. Hat der Life Orb? Hat er Life Orb? Ja, da gibt es noch. GG an sehr schön an Bene. Ja, wir haben uns selbst verbockt. Keine gute Vorbereitung. Outrage hätte gereicht. Was soll man sagen, Leute? Bene gegen Present verloren, Topspiel des Spieltages verloren. Und das heißt, wir sind jetzt immer noch Zweiter. Mit dem Unterschied, dass der liebe Present jetzt 3 Punkte Vorsprung hat. GG an der Stelle an Present auf jeden Fall. War ein verdienter Sieg. Warte mal, wir haben sogar nur 3-0 verloren. Das ist ein kleiner Trost, wie ich es jetzt gerade realisiere. Heißt also, wir sind gar nicht so mega krass behind, aber wir sind jetzt hinter Present im Spieltag und das ist ein Problem. Ja, Leute, was ist los? Das war jetzt ein Missklick. Ich weiß nicht, was da los war, aber das war ein Missklick. Ich wollte nicht auf mein... Fuck! Ich wollte nicht auf mein Voltolos raus. Fuck! Oh nein, ich wollte nicht auf Voltolos raus. Ich wollte auf mein Pixie. Ich ging jetzt die ganze Zeit von einem Scarf aus. Oder er ist Scarf und hat ihn anscheinend. Das geht auch. Nice, 4-0 Sieg gegen den lieben Paul. Es war sehr, sehr... Ich weiß nicht, ich glaube, es ist für den neutralen Zuschauer sehr lässig zu anzuschauen gewesen, vor allen Dingen am Ende. Aber ich glaube, das Early Game war super gut. Endlich wieder ein Sieg! Yes! Jetzt müssen wir auch hoffen, dass der gute alte Paul so einen Patzer drin hat. Und dann ist alles okay. Eistrahl, you say? Eistrahl? Den will ich sagen, Leute, ja. Aber das... Nein. Nein. Come on. Come on. Das ist so unverdient. Das ist so unverdient. Das ist so unverdient. Ja, dann war's mit der Meisterschaft. Nice! Nice! GZ Party! Sehr gut. Schön getauscht und wegen dem getauschten Pokémon gewonnen. Mir war von Anfang an klar, diese Regel ist das beschissenste, was es gibt. Im Draft-Format sollte man nicht mitten in der Season tauschen dürfen, weil dann sowas rauskommt. Lukas hat mich mit Meditales gefickt und jetzt auch noch das. Ach komm. Kommt, geht nach Hause. Das ist Andre. Das ist unverdient. Tut mir leid. So ein Freeze in einem eigentlich sehr schönen Match auf beiden Seiten, das von so einem Freeze entschieden wird. Ja, ja, ja. Ich mache jetzt ein Setup. Ich glaube, der beste Zeitpunkt für ein Pixie. Ja. Ein Missplay. Ein Coinflip, sage ich mal, den wir verloren haben. Und Hex mal wieder gegen uns. Ich glaube, es wird an der Zeit, das Kapitel GPL nach der Season zu beenden, Leute. Wenn ich den tanke, kann ich hochresten. Oder auch nicht. Hätte ich da noch was reißen können? Ich glaube schon. Gegen Visaflow hätte ich den PP-War gewonnen. Weil ich wegen dem Schlaf weniger... AP verbrauche. Das hätte ich noch gewinnen können. War auf jeden Fall ein sehr beschissenes Spiel, Leute, das von Hex entschieden worden ist. Kann man nicht anders sagen. Ja, unglücklich für uns. Aber zumindest ist die Meisterschaft jetzt endgültig gelaufen und ich kann... Oder ich muss nicht mehr tryhard. Hoffe ich zumindest. Ich könnte nicht reichen, aber ich glaube, es muss reichen. Ja. Das war nochmal ein Crit. Aber ich glaube, der hat nicht gemerkt. Ja, egal, Leute. Ein kurzer, knackiger Kampf gegen den lieben Shiro. Ich sag ja, wie gesagt, vorsichtshalber mal GG. War natürlich kein GG. Bisschen Luck dabei gehabt. Er hat schön predicted, aber das musste er in seiner Situation natürlich auch tun. Fokus verstört. Und zumindest sehen wir das Greifel jetzt raus. Ja, geil. Low Roll bekommen. Ja. Wait. Haha! Wir haben Low Roll bekommen. Wir haben den absoluten Low Roll bekommen.
Also mit dem Investment, was ich jetzt hier erkerbt habe. Okay. Mit einer Chance von 87,5% hätte ich dieses Mammutl jetzt eigentlich besiegen können. Mit einer Chance von 50% hätte er unser Empoleon nur rausnehmen können. Das heißt, wir haben gerade einen Coinflip verloren und wir haben jetzt gerade eine 1/8-Chance getroffen. Vielleicht wäre es hier sogar besser gewesen, wenn ich einfach Dings gespielt hätte. Oh! Also was machen wir jetzt eigentlich, wenn er nochmal misst? Haben wir immer noch keine Chance, nee. Da muss so unglaublich viel passieren. Okay. Also ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel gerade ist, aber gut. Ja, ich will aber diesen scheiß Hex nicht! Gib mir doch bitte die Rolls, die ich gewinne. Das ist das, was matchentscheidend ist. Nicht sowas. Einfach dieses Erdbeben. Und dieses Matchup am Anfang, ja. Hätte ich direkt Raiden rausgenommen. Mit Raiden geleadet, dann wäre das was gewesen. So verlieren wir dank den beiden Rolls am Anfang. Vor allen Dingen wegen dem ersten, diesen 50-50 Coinflip. Die Serie. Finde ich schade. Finde ich wirklich sehr, sehr schade. Ich überlege gerade, was hat der mitgenommen und was hat der nicht mitgenommen. Hier gibt es nochmal den Eisservice von Mama Bank. Willst du vielleicht mal Hallo sagen? Hallo, liebe Leute. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch, Leute. Ihr habt es gehört. Super, das war der Eisservice. Komm, ich kann bei dem Wetter, ich bin hier in einem Hoodie unterwegs. Ich hoffe, ihr nehmt es nicht übel. Hier ein bisschen Schleichwerbung für Eis, ja. Eis, Stracciatella sehe ich hier und ein bisschen Erdbeere. Super gut. Hand erstmal schön eingesaut, aber egal. Okay. Jetzt geht's um die Wurst. Hat er Magneto drauf? Doch, tut es nicht. Ey, tu mir das nicht an. Tu mir das jetzt bloß nicht an. Und vor allem, Grillrun trifft. Nein! Oh, das kann doch nicht sein! Oh, das kann doch echt nicht sein! Ey, das kann doch nicht ernsthaft sein! Oh, das kann doch echt nicht sein, Mann! Mann! Oh, er spielt 100 pro Gedanken, oder? Rest. Das ist doch total anti. Burn! Oder Crit! Vergeltung! Nein, das ist... Ja! Ja! Oh! Herrlich! Wisst ihr, wie geil das ist? Ein Spiel mit einem Scoreboard in der GPL zu beenden. Huh! Ich war gerade mit einem. Boah, ist mir heiß, Alter. Guck mal, mein Eis, das ist schon flüssig. Ich kann das trinken. Emotional mitten dabei, Leute. Ja, Siedewasser hat am Ende geburnt. Wir haben den Schlagbohrer verfehlt. Und das ist einer der Gründe, warum wir in der GP auch nicht weiter oben sind, Leute. Ja, wunderschönen guten Tag auch zu GPL Spieltag Nummer 26. Man hat mich auch Ray Charles und heute bei den Glorious Emperors mit Rigibang. Ja. Weil jede KP ist jetzt gerade wichtig. Und ich will so viel recovern wie möglich. Och, das kann auch in der Luft treffen. Ja gut, das wusste ich nicht. Und er trifft natürlich auch wieder in der Luft. Ja gut, schade. Wieder was Neues gelernt. Ja, schade. Dadurch habe ich das Spiel verloren. Egal, man lernt nie aus. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei jedem einzelnen von euch. Und ansonsten haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig. Bis spätestens zur nächsten GPL-Season. Und dann nicht mit den Glorious Emperors, da bin ich mir sicher. Ich bin jemand, der auf Abwechslung steht. Sondern mit einem neuen Team. Schauen wir mal, was wir da auf die Reihe kriegen, ne? Haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig und ciao. Euer Rico.